Ja, hallo, lieber Remo Rittina. Ich möchte heute mit dir über dein neues Buch sprechen, das du gemeinsam mit dem Martin Mitwede geschrieben hast. Ich kenne dich als Yoga-Lehrer, der schon seit über 20 Jahren im Yoga zu Hause ist. Du hast dich von den Meistern in Indien persönlich ausbilden lassen. Du bist Bestseller-Autor, du bist Yoga-Lehrer, du bist Begründer des Ayur Yoga und der Ayur Yoga Therapie. Und du hast eben mit Martin Mitwede hast du ein schönes neues Buch geschrieben, das den tollen Titel Meditation ist das Herz des Yoga trägt. Magst du uns aus deiner Sicht etwas über Martin Mitwede erzählen und magst du uns sagen, wie es zu dieser besonderen Zusammenarbeit kam? Ja, ich beschäftige mich schon, also vielen Dank für das Interview, freue mich sehr. Ich beschäftige mich schon seit 25 Jahren mit diesem Yoga-Sutra und ich habe das ja auch gelernt von verschiedenen indischen Lehrern, von Mohan, von Sriram, Mukunda, ein amerikanischer Lehrer. Ich habe immer wieder diesen Text reflektiert, habe ihn selber unterrichtet auch und ich hatte so diesen Wunsch, mal ein Buch darüber zu schreiben. Aber da ich selbst nicht so versiert bin im Sanskrit, habe ich mir vor 2 Jahren gewünscht, dass ich einen Menschen treffe, der im Sanskrit ganz fundiert ist und gemeinsam mit mir ein Buch schreibt. Und kaum hatte ich diesen Wunsch so gesehen, habe ihn schon gehabt in den Händen, da taucht ein Mensch auf in meinem Leben, der Professor Dr. Martin Mitwede. Wir treffen uns am ersten Abend. Wir haben ein ganz tiefes Verständnis gehabt über dieses Yoga-Buch, über die Yoga-Philosophie. Und ich habe einfach ganz spontan gefragt, schon beim ersten Treffen, wollen wir gemeinsam ein Buch schreiben? Und er hat sofort Ja gesagt. Es war quasi wie, der Wunsch war da. Die Person ist erschienen und das Projekt, das Buch war geboren. Und das ist das, was mich immer wieder fasziniert, wenn wir verbunden sind, diese Synchronizitäten, dass alles so geschieht und dass man eigentlich gar nichts tun muss, es geschieht von alleine. Und ich bin unglaublich dankbar, war auch sehr tief berührt mit so einem Experten. Also er hat Sanskrit studiert, ist Indologe. Und unterrichtet auch Ayurveda an der Universität, ist auch Psychotherapeut. Und er war für mich genau die richtige Person, um es gemeinsam zu schreiben. Also von Anfang an eine super Gemeinschaft. Und haben mir gesagt, ja, das machen wir. So fing es an. Mir gefällt dieses Buch so besonders gut, weil, also erstmal schon von der gesamten Aufmachung, es ist von der Optik, es ist von der Haptik, es ist einfach euch sehr, sehr schön gelungen. Und wenn man es aufschlägt und in den ersten Seiten blättert, stellt man ganz schnell fest, es ist sehr fein und sehr klar strukturiert. Ganz besonders gefällt mir gut, dass ihr immer wieder Raum und Platz lasst, dass die Leserinnen und Leser jedes einzelne Kapitel erarbeiten können und das, was sie während des Erarbeitens empfinden, selbst dokumentieren können. Und zwar habt ihr da immer wieder wunderbare, ich darf das direkt mal mit reinhalten, habt ihr immer wieder wunderbaren Raum gelassen zur Reflexion und ihr stellt Fragen, damit man eben tatsächlich so im Selbst nochmal ankommt. Und auch wenn man im Nachhinein noch einmal das Buch aufschlägt, noch mal sehen kann, wo habe ich zu dem Zeitpunkt gestanden. Also ich persönlich schätze das sehr, weil ich jemand bin, der mit einem Textmarker Bücher liest und auch immer einen Stift dabei und mir immer irgendwo so Notizen mache, weil das für mich im Nachhinein immer ganz wichtig ist, dass die Essenzen der Bücher herauskommen. Und das ist so wunderbar, dass ihr das gleich mit berücksichtigt habt. Von daher gefällt mir die Strukturierung, gefällt mir ganz, ganz toll. Zum anderen habt ihr es wunderschön bebildert, immer wieder die neuen Kapitel mit so wunderschönen Landschaftsaufnahmen, die ganz inspirierend sind. Auch das gefällt mir ganz besonders gut. Als ihr dieses Buch oder aus deiner Sicht, als du den Part des Buchs geschrieben hast, was war so für dich das Wichtigste? Also wo sagst du, für wen hast du dieses Buch geschrieben? Was möchtest du mit diesem Buch ganz besonders ausdrücken? Wo kommt es dir ganz besonders drauf an? Ja, mein Herzenswunsch war diese
tiefe Philosophie, diese Weisheit, 2000 Jahre alte Weisheit des Yoga in einer nicht dogmatischen, in einer freien, zeitgemäßen Form so lebendig zu beschreiben, dass die Menschen da tief eintauchen können und anhand dieser Philosophie des Yoga eben diese Verbindung wahrnehmen können. Diese Verbindung, ich nenne es jetzt gleich mal mit dem Selbst, mit dem wir wirklich sind. Das ist für die wichtigste Frage, die ich in meinem Leben bisher geklärt habe, dass ich nicht der Remo bin, nicht mein Körper, kein Schweizer, auch nicht meine Gedanken, meine Gefühle. Das habe ich mit Yoga, diese Frage konnte ich klären, wer bin ich? Und dass die Menschen mit diesem Buch da ganz tief eintauchen können und eben nicht nur auf der philosophischen Ebene, also es gibt viele Yoga-Sutra-Bücher, das sind einfach die einzelnen Sutren, dann ist die Übersetzung und dann ist man so in einer Bleiwüste drin und geht da so durch und das ist sehr mit dem Kopf, auch sehr teilweise kompliziert. So uns war es ein Anliegen, die Menschen mit Übungen, mit Reflexionen, mit Meditationen zu sich in die Wahrnehmung zu bringen, weil wir können das nur wahrnehmen, wer wir sind. Wir können es nicht mit den Gedanken fassen. Und wenn dieses Buch jetzt Menschen hilft, zu erkennen, also in die Wahrnehmung zu gehen, zu kennen, oder habe ich noch eine Blockade, da habe ich noch ein Angstthema, zum Beispiel ich habe noch die Angst, nicht geliebt zu werden, ich kann anderen noch nicht erlauben, mich abzulehnen, dann kann ich das erkennen, ich kann es spüren. Und ich kann vielleicht auch schon wahrnehmen durch das Buch, wo ich dann hingehen könnte, zum Beispiel ins tiefe Vertrauen, dass ich so wie ich bin, vollkommen bin. Also in meinem Kern bin ich ein göttliches Wesen und bin ich vollkommen, auch wenn ich als Mensch vielleicht noch ein paar Themen habe, ein paar Schattenthemen, und dass die Menschen viel mehr in diese, Yoga heißt ja Yui, heißt diese Verbindung kommen, und es auch wirklich fühlen, sehen können und auch im Leben, denn das Leben bringt uns immer wieder Herausforderungen. Das Leben ist nicht immer nur schön, wie viele Menschen so sagen, ja, alles schön und toll und so. Es gibt Krankheit, es gibt Verletzungen auf der körperlichen Ebene, auf der seelischen Ebene. Wir haben ein Karma, das wir uns teilweise auch vielleicht noch beschäftigt und dass es uns immer wieder gelingt, durch Yoga, durch Yui, diese Verbindung, eben dem zu begegnen, dem Leben zu begegnen, den Einladungen des Lebens, den Herausforderungen und dass wir alles in uns finden und zwar jetzt. Und das ist Martin und mir einfach ganz durch einen lebensbejahenden Yoga, also kein Asketen-Yoga, wo alle in weißen Socken rumlaufen und es gibt keine Sinnlichkeit und nur noch beten und das ist nicht unser Stil, also, sondern wir sind ja beide auch sehr im Leben, wir haben beide eine Familie mit Kindern, dass es eben Yoga auch etwas ist, was man im Leben integrieren kann und nicht nur in der Höhle, im Himalaya oben, das ist natürlich toll, die das machen, oder auch im Kloster, wenn das der richtige Weg ist, aber dass man das im heutigen Leben, in der heutigen Zeit ganz bewusst im Alltag integrieren kann und auch anwenden und umsetzen kann. Als systemische Supervisorin arbeite ich in meinen Familienaufstellungen auch schon mit dem Ich und dem Selbst. Und so war es für mich ja ganz besonders bezaubernd zu sehen oder zu lesen, dass du dem Ich und dem Selbst, also quasi dem Kopf, dem Denken, dem Ego und dem Selbst, dem Bewusstsein, dem Herz, dem Empfinden, dass du dem Namen gegeben hast, nämlich Lilly und Willi. Ich finde das nochmal ganz besonders schön, das zu verdeutlichen, indem wir eben tatsächlich diesen Anteilen Namen zukommen lassen. Magst du einmal erzählen, wie ist es dazu gekommen? Wie bist du auf Lilly und Willi gekommen oder ja, wo hast du das her? Ja, das war eine wunderbare Schule, wenn ich an ihn denke, den Carlos in Spanien, dann geht mir gleich das Herz auf. Das war eine der lustigsten Yogaschüler, hat nur immer gelacht, die ganze Ausbildung, der war immer im Lachen und hat immer Spaß und Freude gehabt, der war eigentlich im konstanten Bliss und er hat das mal so gebracht mit Willi und Lilly und es ist mir so geblieben, weil es einfach mit im Sanskrit diese Wörter, die heißen Drashta, Purusha,
Und das ist nicht ganz einfach. Und Chitta für Geist, vielen Leuten geht das da rein und da raus. Also jetzt, die sich nicht so mit dem Sanskrit auskennen. Und Willi, der Mann, der will. Und die Lili, die Liebe, die Frau, die gibt. Und das Selbst gibt uns alles. Und das Ego will alles. Und das ist einfach so, auch immer wieder gelingt es mir aus diesem Willi, aus diesem Druck, denn schlussendlich ist alles, was mit Wollen, mit ich will jetzt das und möglichst schnell und dann habe ich es und dann will ich es nicht mehr, das ist auch ein bisschen das, was uns ins Leiden führt. Und das Annehmen, dass wir die Fülle des Lebens annehmen, die Liebe, den Frieden, die Wertschätzung, die Freiheit, das ist ja alles schon da. Wir müssen nicht, wie wir gelernt haben in der Erziehung, also ich habe so gelernt, man muss was leisten und Anerkennung ist gekoppelt mit Liebe, erfolgreich sein, dass man Liebe spürt. Das war für mich zum Beispiel ein Lebensthema, bis ich das mal gemerkt habe, dass man über Erfolg und Anerkennung nicht Liebe findet, dass es Liebe schon da ist und dass die auf mich wartet und dass die in mir ist und ich sie nicht von außen bekomme. Das war für mich ein ganz wichtiger Durchbruch in meinem Leben. Durch Yoga ist mir es gelungen. Bin natürlich immer noch am Üben. Und das war für mich diese Geburt von Willi und Lili. Und ich bin eigentlich ja immer wieder begeistert. Die meisten Leute können damit sehr viel anfangen, weil es eben auch so ein bisschen humorvoll ist, weil es sehr vereinfacht ist. Und es ist auch gut, dass wir so in Bildern, wir können sofort ein Bild sehen, der Willi, der so will, der so angespannt ist und die sanfte Lili, so die Blume kommt mir jetzt gerade in den Sinn, die Lilie, die sich öffnet. Und die Liebe, die lädt uns ja ganz anders ein, ins Wahrnehmen. Man kann ja eigentlich Liebe nicht mit Worten fassen, sondern man kann es spüren, fühlen, wahrnehmen. Und so ist es auch mit dem Selbst. Man kann darüber philosophieren, was Gott ist, was Buddha ist. Da gibt es tausend Religionen, Konzepte. Aber schlussendlich kann man es nicht fassen, sagen die Yogis. Man kann es nicht um. Es ist das Unfassbare, das Unbeschreibliche. Und das hat mich am Yoga von Anfang an fasziniert, weil ich hatte als Kind so tiefe Erfahrungen und ich wusste nicht, was das ist. Ich war einfach so eine Stunde lang auf meiner Bettkante und habe so Einheitserfahrungen, würde ich heute sagen. Meine Mutter hat gesagt, was machst du? Bist du verrückt? Wo bist du? Und ich habe als Kind gespürt, da gibt es noch was anderes. Und als ich in Indien angekommen bin, 1996, da habe ich auch diesen Seelenruf gespürt, nach Indien zu einem Meister zu gehen, zu Mohan. Da hatte ich eine ganz tiefe Erfahrung und da habe ich mich erinnert, wieder wer ich bin. Und zwar an einem Platz, Ramana Maharishi, das ist ein ganz berühmter Yogi, wer bin ich? Er wird auch als erleuchteter Yogi akzeptiert in Indien von den meisten Menschen. Und dort hatte ich eine ganz tiefe Erfahrung, ein Gefühl, dass ich jetzt wieder mich gefunden habe in diesem Leben, weil ich hatte vorher ein relativ schwieriges Leben, kann man so sagen. Nicht sehr harmonisch und an diesem Berg, Arunachala hieß dieser Berg, als ich da hochgelaufen bin, da habe ich mich mit allem einfach ganz tief verbunden gespürt und gewusst, das bin ich. Und ein inniges Gefühl gehabt, das habe ich wieder gesucht in diesem Leben. Und ich war dann wie so ein Moment ganz ja, glückselig. Einfach das Gefühl, die ganze Welt gehört mir. Und es war so wie, ich kann es fast nicht in Worte fassen, aber es war einfach so ein Gefühl, ich schwebe, ich bin nur noch so im Raum und im offenen Raum. Und es war auch diese Zeit in Indien. Ich habe mich da sehr hingegeben, dem Yoga. Ich war auch mal Mönch in dieser Zeit. Ich habe mich weiß angezogen, habe mich zurückgezogen, nur mit dem Lehrer. Und obwohl ich jetzt das nicht als ganzen Lebensweg wählen möchte, war das für mich eine ganz, ganz wichtige Zeit. Die Hingabe ans Yoga, die Hingabe an dieses Buch. Ich habe mit dem Mohan viel über dieses Buch philosophiert. Und über den Meister quasi eine Einsicht bekommen, habe aber dazu meist vieles noch nicht wirklich in der Tiefe verstanden. Das ist dann in den letzten
würde ich sagen, 5 Jahre nochmal so gereift, dass ich innerlich nochmal so ein paar Erlebnisse hatte, so Erkenntnisse. Also dieses Buch ist in 25 Jahren in mir gereift. Vielleicht schon in mehreren Leben, könnte ich manchmal schon fast sagen, dass ich wieder Yoga mache in diesem Leben. Ich könnte auch was anderes machen. Denn du weißt ja, wir haben so viele Talente. Jeder Mensch ist ein Multitalent. Und doch, ja, das Buch jetzt ist für mich so, kommt so wirklich auch dann der Titel, Meditation ist das Herz des Yoga, in die ganze Philosophie. Da geht es immer wieder um diese Meditation, um diese Mitte, um dieses Ankommen und vor allem auch, dass man die blockierenden Kräfte erkennt. Also ich merke, dass ich lerne, beobachte, jetzt kommt wieder mein Ego, jetzt spiele ich mich wieder auf oder jetzt mache ich mich wieder runter oder jetzt verstecke ich mich wieder oder jetzt bin ich wieder wütend, dass ich das sofort beobachten kann, mich nicht identifiziere damit, merke, das ist eine Rolle, das ist eine Blockade, das ist ein Thema und in die Wahrnehmung komme und dann das sofort wieder umwandeln kann auf eine andere Ebene. Zum Beispiel Mitgefühl haben kann, dass ich nicht mehr urteile über mich, über andere, dass ich Frieden habe, dass ich mir vergebe für Sachen, die ich nicht jetzt in Ordnung erledigt habe oder Menschen gegenüber, die ich verletzt habe, dass ich mir vergeben kann. Und für mich ist das wie so ein Hilfsmittel, das Buch. Ich schaue gerne selbst rein, mache auch selbst gerne die Übungen, die im Buch drin sind. Denn die Übung macht den Meister. Ja, die Übungen, die haben mir beim Arbeiten, Erarbeiten des Buchs auch ganz besonders gut gefallen. Ich persönlich, ich nutze Meditation zum einen sehr gerne, ich denke wie viele von uns, zur Entschleunigung, zur Neuzentrierung, wieder Ankommen im Alltag bei mir selbst. Aber was ich auch ganz besonders effektiv finde, ist, wenn ich in blockierenden Situationen, wenn ich mich in blockierenden Situationen befinde oder ja, wenn ich merke, dass der Willi wieder Überhand nimmt, wenn das Ego übergriffig ist, einfach in die Meditation zu gehen und das ist auch in eurem Buch besonders schön beschrieben und in der Meditation einfach mal die Situation von außen zu betrachten, also eben mal nicht mit dem, wie es mich jetzt gerade, mein inneres Kind, die kleine Stella oder wie auch immer gerade angreift, sondern tatsächlich mit der Kraft der Meditation einfach die Situation von außen zu betrachten, Abstand zu bekommen. Und da habt ihr wunderbare Übungen, in dem Buch drin, die es für mich auch nochmal verdeutlicht haben, wo es drauf ankommt. Das hat mir auch sehr gut gefallen, also diese vielen schönen Übungen. Und ihr habt auch mit dem Buch, gewährt ihr einen Zugang zu 4 geleiteten Meditationen im Download-Bereich. 2 hat Martin gesprochen, 2 hast du gesprochen. Herzensmeditation, wunderbar kraftvolle Meditation, um auch wieder so richtig schön in die Ruhe und in die Mitte zu kommen. Es gefällt mir auch ganz besonders gut. Ein Kapitel habe ich noch gefunden, da widmet ihr euch dem Atem. Dem Atem, das Loslassen, das Einziehen, die Verbundenheit des Atems. Was ist für dich so, warum ist es für dich so wichtig, den Atem in der Meditation, im Yoga mit zu integrieren? Also der Atem, das nennen ja die Yogis das Pranayama, diese Prana, die Energie, die sich, Yama heißt Ausdehnung. Der Atem verbindet uns mit allem. Und wenn wir jetzt zusammen reden, dann ohne dass wir es merken, dann verändert sich unser Atemrhythmus. Das heißt, wir sind im Austausch miteinander. Dein Atem und mein Atem, das Ein und das Aus, das Yin und das Yang. Und der Atem ist so der Schlüssel einfach vom Körper, so das Bindeglied, die Brücke zum Selbst. Denn es atmet dich. Es ist kein Willi, der atmet. Du musst dich nicht erinnern, ich muss jetzt einatmen. Oft wir denken noch, ich muss jetzt tief atmen. Im Gegenteil, meine Erfahrung ist, je mehr wir uns fallen lassen, desto sanfter, entspannter fließt alles ganz von allein. Und das ist dieses ganz tiefe Atmen. Und es gibt sogar eine yogische Erfahrung,
dass der Atem still steht, weil es so fein und subtil ist. Und dann steht ein Moment die ganze Welt still. Das heißt, wenn der Atem ganz ruhig ist, dann wird der Geist ruhig. Wenn der Atem fein ist, dann wird die Wahrnehmung fein. Wenn der Atem kraftvoll ist, dann kommt viel Energie, die Fülle, die Einatmung, das Nehmen, das Annehmen, das Leben. Ja, ich nehme es an, ich lebe, ich bin voller Freude, enthusiastisch, ich bin bereit fürs Leben. Und das Ausatmen, die Leere, das Loslassen, ich lasse es sein. Ich lasse es einfach sein. Viele reden ja vom Loslassen, aber ich habe gelernt, dass einfach sein lassen nochmal ganz eine andere Kraft hat. Weil Loslassen ist auch wieder was, ich muss was lassen, los, also etwas, das ich halte. Und wenn ich es einfach sein lasse, zum Beispiel, wenn jemand mich jetzt blöd anspricht, mich es einfach stehen lasse, dann kommt da gar keine Anbindung. Weil wenn ich es loslassen muss, das heißt schon, ich habe schon irgendwo angebunden und einfach mich sein lassen, wie ich bin und andere so lassen, wie sie sind. Eben auch diese Toleranz dem Ego. Und das habe ich auch gelernt durchs Yoga und bin natürlich immer noch am Lernen. Das Ego ist, darf sein. Wir dürfen ein Ich haben, wir dürfen Themen haben. Und wir dürfen das auch mal spielen lassen. Ah, jetzt kommt der Willi wieder. Ah ja, Willi. Und das hat der Willi besonders gern, wenn man ihm sagt, ah Willi, ich habe dich gehört. Ja, du möchtest jetzt gerne Anerkennung. Ah ja, Willi, du möchtest jetzt gerne was sagen. Und dass man den Willi eben nicht wie früher so gesagt hat, man muss das Ego beseitigen, der hat zu viel Ego, sondern das Ego darf sein, man darf Mensch sein, man darf verletzbar sein, man darf Schwächen haben. Das war eine der wichtigsten Lektionen, dass die Lilly, die Liebe, den Willi immer wieder mitnimmt, sodass der Willi eigentlich der Lilly dient, dass er eigentlich ihr folgt. Und zwar, weil er Freude hat, weil er merkt, die Liebe tut ihm gut, dem Ego, dass das Ego nicht, dass es nicht kämpft. Das ist kein Kampf gegen das Ego, wie es viele spirituelle Leute gerne nennen, sondern es ist eine Aufgabe des Widerstandes, es ist eine Hingabe, dass der Willi erkennt, wie wenn man verheiratet ist, dann erkennt man irgendwann mal, also die Frau hat in vielen Dingen einfach eine andere Wahrnehmung, ein anderes Gefühl, und das ist vielleicht gut als Mann, wenn man sich dem auch mal hingeben kann und das annehmen kann und seine männliche Sicht mal einfach verlassen kann. Und so ist es beim Ego, wenn das Ego erkannt, ah, die Lili nimmt mich jetzt so liebevoll mit auf die Reise, dann wird das Ego ganz sanft und es wird immer feiner. Und ich finde, das Ego ist so wie ein Diamant. Im Lauf des Lebens kann man diese Kanten immer mehr abschleifen und dann kommt immer mehr, dann leuchtet der Diamant immer mehr. Ich nenne es auch gern Diamant, das Selbst, so wie du jetzt gerade strahlst in deinen Augen. Ich habe jetzt gleich so in deine Augen gesehen. Und wenn ich so in die Augen eines Menschen schaue, dann spüre ich einfach auch so, dass es mir warm wird im Herz, dass ich so spüre, wow, da ist eine Verbindung, da ist gar jetzt, da geht es nicht mehr Mann, Frau, da ist so eine Nähe und da ist so ein Dialog von Seele zu Seele. Und ich glaube, das ist das, warum wir so Kinder so lieben, weil die noch so offen sind für diese Seelen-Diamanten-Begegnung. Und das ist eigentlich das Ziel vom Buch. Mit einem Buch den Leuten so Begegnungen mit sich selbst. Es ist auch ein Buch, das entschleunigen soll. Es ist ja so ein Buch, wo man nicht gerade so durchlesen kann. Auch nicht so ein dickes Buch, wo man gerade das Gefühl hat, es ist mir zu viel. Und es ist ein Buch, wo dich einlädt, dir selbst zu begegnen. Und wo dich auch einlädt, dir selbst zu helfen, wenn du gerade verwickelt bist, dich selbst zu trösten auch, dich selbst zu lieben, dich selbst zu freuen. Das ist aber auch ein Buch, das dich einlädt, in Verbindung zu gehen mit der anderen, mit anderen, mitfühlend zu sein, tolerant zu sein. Und also ich bin sehr glücklich, auch mit Martin, wir haben beides zusammen hier in Thailand geschrieben, so. Er saß
hier, wo ich jetzt sitze und ich da auf der anderen Seite, also wir haben so mit einem Meter Abstand zusammen geschrieben. Es war ein schöner Dialog von einem Professor und einem Yoga-Lehrer, Yoga-Ausbildner. Und ich glaube, die schönsten Dinge entstehen immer, wenn man im Dialog ist mit sich und einem anderen Wesen. Das finde ich ein ganz wunderbares Schlusswort und ein wunderbares Resümee. Ich bedanke mich bei dir von Herzen für diese tiefen Einblicke, für dieses ehrliche Interview und ja, einfach für dieses wunderbare Gespräch. Und gerne möchte ich abschließend dazu noch einmal ein Zitat aus dem Buch zeigen, was mich so berührt hat und was ich finde, was auch so ganz wunderbar in die derzeitige Zeit passt. Und zwar habt ihr geschrieben: Mögen alle Wesen mit dem Selbst verbunden sein und mögen alle Wesen in Frieden und Freiheit sein. Vielen lieben Dank für das Gespräch und gerne bis zum nächsten Mal. Danke dir, ja. War sehr schön. Namaste. Namaste.